Und da bin ich wieder zurück. Ein weiteres Overwatch ist für euch am Stissel. Jetzt mal wieder auf Kurbelstein. Ich glaube, da haben wir erst zwei gehabt. Insgesamt, also wenn überhaupt, wenn es hochkommt. Die Musik ist nochmal ein Stückchen runtergepegelt, weil ich glaube, sie war etwas zu laut. Ich habe von euch noch keine Rückmeldung, weil ich die drei Dinger jetzt hier am Stück eben aufnehme. Beziehungsweise direkt hintereinander. Wow. Aber ja, ich habe sie jetzt auf 28% gestellt, die Lautstärke. Vorher war sie auf 31 und da war sie recht gut zu hören. Dieser Shot war doch ziemlich krass. Gut, der nicht. Scheinbar haben wir hier schon wieder einen Wallhack-Boy am Start, auf Kurbelstein, und hat er etwa auch ein bisschen, hoppelt er etwa ein wenig umher. Letztes Mal habt ihr mir geschrieben, man könnte, also eine Person hat geschrieben, wenn man diesen Step zwischendrin hört, dann sind es normale Bunny-Hops. Ich weiß nicht mehr, was da der... Ich weiß nur noch, dass dieses Beispiel, wo ich gemeint habe, oh, der hat scheinbar Bunnyhop, der ist sehr lange gehüpft. Also nicht nur zwei, dreimal, sondern ein bisschen mehr. Und da dachte ich mir, gut, okay, das wird ein Bunnyhop sein, zumal er eben einiges andere auch noch aktiviert hatte. Aber ja, da würde ich euch gerne fragen, ist es grundsätzlich so, kann man sagen, wenn man beim Bunnyhop den Hüpfer, das Aufkommen in der Mitte merkt, ist man dann clean, was Script angeht, Bunnyhop Script, beziehungsweise eben einfach Other External Assistance, was macht er denn jetzt? Was ein Spaß. Oh mein Gott. Also sein Aiming ist jetzt echt nicht so bombastisch, ne? Aber die ersten zwei Shots... Oh, das ist es jetzt sogar vielleicht ein bisschen schwierig. Ich weiß es gerade nicht. Die ersten zwei Shots sahen doch auf jeden Fall nach Aim Assist. Oh, das macht er aber gerade mit der Hand, oder? Ja, ja, ja. Macht er mit der Hand, alles gut. Wie sieht's denn mit seinen Stats aus? Wir gucken mal nach den Stats. Aha. Er ist... doch im grünen Bereich eigentlich noch, würde ich mal so behaupten. Das Bunnyhoppen, das ist jetzt hier, glaube ich, leise, ne? Seine Steps hört man nicht bei seinen Bunnyhops. Kann man jetzt dann zwingend sagen, ja, das ist auf jeden Fall ein Script, weil man das nicht hört? Auch nur bei zwei oder drei Hops? Oder ich habe immer geguckt, wie gerade derjenige springt und wie gut es funktioniert. Wenn es zu gut funktioniert, ich glaube, er kann einfach nicht mit dem Revolver spielen, ne? Stellt euch mal vor, ihr wisst, wo der Gegner sitzt. Glaubt ihr, dann hat man auch noch diesen Time-Fail, dass man zu langsam oder zu schnell das Ding abdrückt? Ich weiß es nicht. Mir passiert das dann, weil ich halt nicht weiß, wo die Gegner genau sitzen, weil ich nicht durch die Wand schauen kann. Aber er kann durch die Wand schauen und er müsste eigentlich auch seinen Shot mit dem Revolver ganz gut abtimen können. Aber naja. Scheinbar kann er es nicht. Und auf einmal bin ich mir jetzt auch nicht mehr zu 100% sicher mit dem Waller. Wobei die ersten zwei Dinge eigentlich zu 100% waren. Der stand da unten und der eine kommt auf A lang durch. Es war irgendwie... Okay, nee, also da... Oh mein Gott! Durch die Wand! Okay. Also ich bin mir sicher, dass da nicht nur der Wallhack am Start ist, sondern auch noch eine Aimung. Also jedes Mal auf den Kopf in einem Flick... Nee. Eher nicht, oder? Wenn jemand um die Ecke kommt, dann kann er schon mal auf Kopfhöhe zielen. Alles gar kein Problem, da kann er dann auch Only Headshots drücken. Aber das in dieser Hektik, bum, 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 das ist schon irgendwie zu arg. Ich denke... Da hat er möglicherweise etwas aktiviert. Wie er uns jetzt hier gerade sein nicht vorhandenes Knife zeigt, beziehungsweise seinen nicht vorhandenen Skin. Damit zeigt er uns, guck mal, ich habe keine Skins, bann mich bitte. Kann ich machen. Suspect, kann ich machen. Mache ich dir sehr gerne. Hau ich dir den Bann raus, locker. Jetzt will ich mal sehen, wie er da durch die ganzen Wände pimmelt hier. Stellt euch mal vor, ihr seid diese Tees. Ihr wollt einfach nur ein normales Spiel haben. Und so ein Barstutt meint, er muss euch da abfacken ohne Ende, ja. Okay, eigentlich hat sich das wirklich erledigt, dieses Spiel. Das ist, wir könnten jetzt maximal noch gucken, so wie ich es, glaube ich, im vorletzten Mal gesagt habe, ob andere auch noch cheaten, ne? Ob sie zusammengepfercht wurden, die Cheater. Duck hat auch ziemlich krasses Stats. Also dafür, dass er einen Cheater im Team hat, der ja gerade eben, ich glaube, ein ganzes Ace gemacht hat, dafür ist es, glaube ich, gar nicht so übel mit seinen Stats. Also dieser Duck könnte auch hart am Cheaten sein. Wir gehen einfach sogar mal davon aus, dass Duck auch cheatet, oder? Meint ihr nicht, oder meint ihr, das ist jetzt einfach nur ein Riesenzufall, hoppala, ne, dass Duck jetzt gerade 24 Kills hat? Er macht ja wirklich alles fast alleine. Gerade jetzt zumindest diese Runden, die wir gesehen haben. Wahrscheinlich hat Duck dann schon davor angehabt, oder? Oder ist es wirklich ein extrem guter Spieler, der gerade auf einer Low-Elo spielt? Und das würde uns jetzt komplett halt verwirren. Da ist sogar schon ein Bot dabei. Einer von den CTs ist gegangen. Ich denke, also ich meine, das spricht zumindest für Cheating. Nicht, dass zwei Leute cheaten, aber dass jemand cheatet. Und derjenige geht dann einfach, weil er dann auch keinen Sinn mehr in dem Spiel sieht. Das ist komplett korrekt. Zwar irgendwie kacke,
Irgendwie ist es kacke, weil man ja auch eine Strafe bekommt, Lirum Larum. Aber man kann ihm zumindest nicht böse sein, dass er dann geht. Weil, ne, das ist einfach eine Scheißsituation in dem Moment. So, Duck hat jetzt den Kill hier einfach nur abgestaubt. Ich glaube, der hat seine ganzen Kills nur abgestaubt. Nee, oder? Komm schon, Dirk. Wow, voll die Klöten weggeschossen. Es war ein Headshot. Ah, sorry. Ich meine natürlich die Gesichtsklöten. Alles klar. Also ich mache ihm jetzt einfach... Ich werde ihm jetzt hier noch ein... Ich bin gerade noch nicht auf dem Desktop richtig. Ich meine, jetzt. Ich drücke ihm jetzt die beiden. Kein Griefing. Und ich weiß nicht, was ich mir hier drücken soll. Die Frage ist wirklich... Ihr müsst mir die Frage beantworten. Kann man von dem Sound ausgehen? Hört man bei einem guten Bunnyhop-Script keine Steps? Beziehungsweise hört man die grundsätzlich nur dann, wenn man von Hand... Nee, oder? Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich denke mir immer, wenn jemand sehr, sehr gut ist, dann kann er auch 2 Hops oder 3 Hops ohne einen Sound machen. Beziehungsweise, wenn sowas überhaupt möglich ist, dann, ja. Hat der Sound gemacht? Ach, ich glaube, der hat zwischendurch eh keine Sounds gemacht bei manchen Sprüngen. Von daher kriegt er das auch noch reingedrückt. Der Pisser. So. Bye, bye, mein Freund. Ciao, ciao. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.